Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf Tour. Wir sind heute unterwegs mit der neuen Einsteiger-Smartwatch von Oakitel. Das ist das Modell BT10 und ich zeige euch einmal, was die Uhr alles kann oder eben auch nicht. Denn ich kann die Uhr nicht für jeden weiterempfehlen. Und woran das liegt, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Ich würde sagen, bevor wir da in die Materie einsteigen, hier einmal kurz der Lieferumfang und dann geht's los. Viel Spaß! Ja, die Uhr kommt bei euch zu Hause in einem schmalen, schicken Kartönchen an. Ihr habt die Wahl zwischen einer orange abgesetzten Uhr oder halt einem komplett schwarzen Design. Also ich muss sagen, das sieht halt recht vernünftig, ordentlich verarbeitet auch alles aus. Ich habe die Uhr jetzt seit 2 Wochen am Handgelenk und ja, es ist wirklich robust, also da gibt es nichts zu sagen. Es ist einmal das Armband dabei, ist ein 22 mm Armband. Ihr könnt also auch jedes andere Standard 22 mm Armband an der Uhr anbringen. Ist jetzt hier so ein Kunststoffarmband, also ist angenehm, stört nicht, ne? Lässt sich auch weit genug verstellen. Also da gibt es ja nichts weiter zu sagen. Ansonsten haben wir noch einmal das Ladekabel, ist also wirklich wieder mit so 2 Pins. Das heißt, also kontaktloses Laden ist mit der Uhr leider nicht möglich. Finde ich immer ein bisschen schade. Also da sollten wirklich alle auf so ein kontaktloses Laden umsteigen. Denn wenn man das Kabel mal vergessen hat, ja, dann hat man natürlich erstmal ein Riesenproblem. Aber gut, der Riesenakku der Uhr, der gleicht das natürlich da ein bisschen wieder aus. Und ansonsten gibt es hier noch so einen kleinen Flyer dabei. Ja, da sieht man halt so einen QR-Code, wo man sich direkt die DaFit-App halt für ja, Android oder halt iOS für die Apple-User halt kostenfrei runterladen kann. Also das ist alles komplett ja kostenfrei und bis dahin auch alles problemlos. Ja, ich würde sagen, so viel genug einmal halt zur Übersicht zu dem ja Lieferumfang und jetzt geht's einmal ja raus in die Praxis wieder. Jetzt sind wir halt draußen auch noch mal in Action und ja, wie eben angesprochen, also der Akku, der ist wirklich riesig, der soll auch bis zu 2 Monate halten. Ja, das ist natürlich ein bisschen zu viel versprochen, da müsste man die Uhr halt schon überhaupt nicht oder gar nicht benutzen. Aber ich habe die jetzt wirklich halt 2 Wochen am Handgelenk, also der Akku reicht dafür wirklich aus. Finde ich super, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Auch ansonsten halt hier vom Gehäuse, ihr seht es jetzt hier mit dem Handgelenk, ist wirklich super robust. Hier ist auch noch mal so eine Schutzfolie drauf, also da von der Verarbeitung her und dem Akku wirklich supi. Und ihr seht, hier hat auch so einen Sleep-Modus und wenn ich das Handgelenk bewege, dann erwacht die halt auch wieder. So, ansonsten haben wir hier nur 2 Knöpfe, einmal Power und einmal Sport. Ne, klar, wenn sie aus ist, dann kann ich auch so manuell praktisch wieder erwecken und hier komme ich in die über 100 Sport-Modi, die ich halt tracken, aufzeichnen kann. Ja, da komme ich aber auch gleich zum ganz großen Aber. Habt ihr das bloß schon mal jetzt gesehen? Und wenn ich jetzt im Hauptmenü zurück will, kann ich jetzt einfach Power drücken. Und ansonsten kennt ihr das vielleicht auch von anderen Smartwatches, ist halt hier eine schöne Wischoberfläche. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach oben gehe, dann habe ich ja halt die letzten Nachrichten. Also das macht die Uhr eigentlich auch ganz gut, dass man halt Nachrichten kriegt, aber auch sehr eingeschränkt. Zum Beispiel, ich benutze halt WhatsApp, da kriegt man halt einen Text schon angezeigt, aber keine Emojis, keine Bilder. Das ist wirklich auch nur sehr eingeschränkt, je nachdem, welche App man hat. Ich habe zum Beispiel bei mir so eine Antivirus-App drauf, die musste ich halt dann deaktivieren, weil die hat dann alle 5 Sekunden eine Nachricht drauf geschickt, dass sie halt aktiv ist, hat total genervt. Da muss man sich halt wirklich mit auseinandersetzen. Also ist halt so ein bisschen eingeschränkt, das Ganze. Und ansonsten, wenn ich hier drüber gehe, das finde ich halt mit das Coolste, gibt es halt hier die Sprachfunktion, dass wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich halt sagen, ja, navigiere mich zum Kölner Dom hier auf Radtour, dann löst halt ein Google-Sprachbefehl aus und startet halt eine Navigation. Das finde ich halt ganz cool. Genau, telefonieren, das funktioniert auch wunderbar. Da gibt es halt auch wirklich nichts zu meckern, denn die Uhr hat hier so einen eingebauten Lautsprecher. Das ist halt wirklich absolut in Ordnung. Und ansonsten kann ich, wenn ich hier nach links wische, halt auch hier so die Übersicht sehen, wie viele Schritte ich gelaufen habe heute. Ne, ich kann den Schlaf überwachen und die Herzfrequenz. Ne, ich hatte mich jetzt mit einem Rad hier im Schnee ein bisschen angestrengt. Und ja, den Blutdruck, den kann ich auch messen. Das ist nicht aktuell, das vom letzten Mal. Müsste ich jetzt hier auslösen, damit ich das aktuell messe. Blutsauerstoff wird ja auch angezeigt. Klar, Wetter zieht er sich halt alles vom Handy. Und ja, so, dann habe ich hier einmal das Watchface, was ich mir ausgesucht habe. Das finde ich relativ ja, schön und übersichtlich mit allen Daten. Wenn ich hier länger drauf drücke, dann kann ich die aber auch einmal direkt an der Uhr hier wechseln. Je nachdem, was ich für ein Watchface möchte, gibt in der App aber auch da noch eine große Auswahl. So, ich würde sagen, ich blende dann halt auch noch mal ein paar technische Daten vielleicht hier nebenher ein. Ansonsten verlinke ich die Uhr natürlich, denn ich möchte natürlich jetzt auch zu dem großen Aber kommen, warum ich die Uhr nicht für wirklich jeden empfehlen kann. Dazu wechsle ich mal eine andere Ansicht und ja, dann geht es halt einfach mal los.
Ja, und dann würde ich sagen, dann kommen wir halt auch mal direkt zu den Punkten, die ich halt nicht so gut finde oder wo ich sage, das kann ich nicht wirklich jedem empfehlen. Denn die Uhr hat kein eigenes eingebautes GPS. Und ich zum Beispiel, ihr seht, jetzt bin auch wieder hier selbst im Schnee mit dem Rad unterwegs, zeichne meine ganzen Fahrradtouren auf, verbinde das halt dann die Daten mit Google Fit und Strava. Das funktioniert hier nicht. Also ist zwar ein Android-System, die da Fit-App in sich, die zeichnet das halt auch auf, gibt aber die Daten auch da nicht irgendwie einwandfrei an Google Fit schon nicht weiter. Und ich krieg's dann halt auch von da gar nicht mehr in Strava halt rein. Finde ich halt total doof, denn wer Strava kennt oder halt auch andere Apps, wo man halt seine Kilometer zählt, die ganzen Leistungsdaten halt irgendwo aufzeichnet, ist für mich ein Muss. Also in der Preisklasse gibt's halt auch schon Uhren, die einen GPS, ein eigenes haben. Denn wenn es halt kein eigenes GPS hier im System gibt, dann nutzt er halt das GPS vom Smartphone. Und das heißt, es saugt jede Menge Akku. Und das ist halt für mich ein Grund und Kriterium zu sagen, also wer unbedingt damit wirklich Sport treiben möchte, das aufzeichnen möchte, das motiviert einen ja auch unheimlich, ne? Der sollte halt wirklich halt vielleicht da eine Kategorie 1, 2 höher schauen oder halt nach einem anderen Modell, wo halt wirklich ein integriertes GPS-System vorhanden ist. Denn so macht es halt einfach keinen Spaß. Also die Uhr an sich, die zeichnet das halt für sich ein bisschen auf und so, aber man kommt dann halt nicht weiter darüber hinaus. Das finde ich halt total schade. Für mich halt ein riesengroßer Minuspunkt. Und ansonsten ist das halt auch mit allem anderen so. Man bekommt also wirklich praktisch die Daten aus dieser Uhr, ja, bis zur DaFit-App, aber dann darüber hinaus oder zurück ist es halt schon sehr problematisch. Also die Telefonfunktion an sich funktioniert wirklich total genial. Ich kann aber zum Beispiel aus meinem Telefonbuch nur 20 Kontakte halt praktisch, ne, abrufen hier. Die muss ich mir extra halt aus meinem Telefonbuch übernehmen und ja, das sind halt nur 20. Das finde ich halt total doof. Da zeigt das halt wieder, dass das Ganze ein bisschen eingeschränkt ist. Und das ist halt an, ja, so sagen wir mal, vielen Punkten auch so, auch beim Messenger-Dienst. Wie gesagt, jetzt WhatsApp nutze ich. Dann bekommt man halt die Bilder nicht angezeigt. Man bekommt halt auch, selbst wenn ein Emoji geschickt wird, dann so ganz kryptische Zeichen nur übermittelt. Das ist halt alles, ja, kenne ich halt auch anders in der Preisklasse, nicht wirklich halt so toll ausgereift. Da wünsche ich mir halt schon, sagen wir mal, ein bisschen besseres System, was halt wirklich mit anderen Apps halt wirklich kommuniziert halt in beiden Wegen. Und deswegen kann ich die Uhr halt für Leute, die halt Sport treiben und die wirklich halt auch aktiv halt nutzen möchten, um das Smartphone zum Beispiel dann auch mit Telefonen zu bedienen, kann ich es halt einfach nicht empfehlen. Das ist halt auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Fahrradtour aufzeichne und ich möchte dann nebenher Musik abspielen, das ist halt eigentlich auch super cool. Ich kann halt die Musik steuern, halt Bluetooth-Lautsprecher zum Beispiel, den ich zu Hause habe. Wenn ich auf dem Ergometer sitze, dann brauche ich halt nicht jedes mal Smartphone eigentlich nehmen. Ja, Problem ist halt nur, wenn ich Sport aufzeichne und tracke, dann komme ich da nicht raus. Da kann ich die Musik nicht dann steuern und einen Titel weiter oder so stellen. Das funktioniert nicht, das lässt ja nicht zu. Ist halt irgendwie, ich höre bei Musik dann zu Hause gerade gerne, in der Natur halt nicht so, aber gerade zu Hause auf dem Hometrainer höre ich halt gerne Musik und habe gedacht, boah, cool, da könnte ich halt hier die Titel vielleicht dann nochmal skippen, wenn das gerade nicht so mein Song ist. Ja, funktioniert aber leider nicht, macht er nicht, ne? Da komme ich nicht raus. Ja, da sind dann halt solche, ja, finde ich halt unausgereiften Funktionen, wo man halt sehr eingeschränkt ist, ne? Und wenn man das, wie ich, halt gerne nutzen möchte, dem kann ich halt das nicht empfehlen. Und ich würde sagen, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, das halt auch mal hier in so einem Video zu erwähnen. Das soll halt nicht nur Werbung sein, sondern wenn halt irgendwas schlecht ist, dann muss das halt auch einfach mal erwähnt werden. Und da würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren, denn ich habe gesehen, es gibt natürlich jetzt jede Menge Reviews zu der Uhr, aber diese Punkte finde ich für mich ganz wichtig. Wie sieht ihr das? Ist das für euch auch wichtig? Denn wenn ihr sagt, ne, ihr braucht gar keinen Sport und ich will eigentlich jetzt bloß mal Herzfrequenz zwischendurch messen und zeichne da nichts groß auf und Messenger benutze ich auch nicht, dann kann das halt eine super geniale Uhr sein. Weil wie gesagt, für den Preis, ja, ist jetzt vielleicht bloß meine Sichtweise, aber was sagt ihr dazu? Würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal einen Kommentar da lasst und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Winterzeit, wie ihr gerade seht, und würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!